Hey Leute, das, was wir unter Smartphones verstehen, existiert jetzt seit etwa 9 Jahren auf dem Markt. Doch es gab bis jetzt kein einziges deutsches Smartphone. Das ist auch der deutschen Firma Gigaset aufgefallen, weshalb sie auf der IFA 2015 3 Smartphones vorgestellt haben. Das Gigaset Mi Pure, das Gigaset Mi und das Gigaset Mi Pro. Und nachdem ich im Januar bereits das Gigaset Mi für euch testen durfte, konnte ich jetzt 2 Monate lang das Gigaset Mi Pro als meinen Daily Driver nutzen. Und welche Erfahrungen ich in dieser Zeit mit diesem Gerät machen konnte und ob ich es weiterempfehlen kann, das möchte ich in diesem Video klären. Wie auch schon das Gigaset Mi, konnte mich das Gigaset Mi Pro designtechnisch sofort überzeugen. Das war echt Liebe auf den ersten Blick. Gigaset hat sich dafür entschieden, ein Sandwich aus Glas und Edelstahl zu bauen. Und das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Erstmal ist das Flaggschiff von Gigaset dadurch eine echte Augenweide. Aber das Mi Pro fühlt sich auch extrem wertig an, was nochmal durch das verhältnismäßig hohe Gewicht von etwa 200 Gramm unterstrichen wird. Das Brötchen des Sandwich besteht aus Gorilla-Glas, welches zu den Kanten hin abgerundet wurde, was wiederum zu einem grandiosen Gefühl in der Hand führt. Dieses Gefühl wird übrigens auch nicht durch die Größe des Smartphones beeinträchtigt. Ich habe mich in die Größe dieses Telefons so verliebt, dass es für mich echt schwer war, nach der Testphase wieder auf mein Moto G3 umzusteigen. Im bereits erwähnten Rahmen des Gerätes trifft man übrigens auf einen Powerbutton und eine Lautstärkewippe. Und die haben dieses Mal tatsächlich auch einen guten Druckpunkt. Trotzdem musste ich recht selten auf den Powerbutton drücken, da man auf der Rückseite des Mi Pro einen Fingerabdrucksensor finden kann. Dieser ist schnell, reagiert meistens auch ohne Probleme und abgesehen davon wurde er genau an der richtigen Stelle positioniert. Denn wenn euer Zeigefinger nicht schon von Haus aus auf der Rückseite ruht, so tut er das spätestens, wenn ihr das Gigaset Mi Pro ein paar Tage lang aktiv genutzt habt. Denn dieser Fingerabdrucksensor zieht euren Finger quasi magisch an. Doch leider haben die gesamte Vorder- und Rückseite auch etwas von diesen magischen Kräften abbekommen. Die ziehen nämlich die Abdrücke eurer Finger an, wie ich das noch nie bei einem Smartphone erlebt habe. Und naja, das tut dem Design nicht so ganz gut. Die Fingerabdrücke kommen ja auch irgendwie dorthin. Auf die Rückseite kommen sie, wenn man den Fingerabdrucksensor nutzt oder wenn man, aus welchen Gründen auch immer, den Herzfrequenzmesser bzw. UV-Sensor verwendet. Diesen besagten Sensor findet ihr direkt neben der Hauptkamera, die eine Auflösung von 20 Megapixeln und einen optischen Bildstabilisator aufweist. Dieses Paket führt dazu, dass man mit der Kamera teilweise auf den ersten Blick recht gute Ergebnisse erzielen kann. Die Aufnahmen sind scharf, rauschen nicht allzu stark, haben einen akzeptablen Dynamikumfang und auch die Farben werden sauber und realistisch dargestellt. Doch wie gesagt, auf den ersten Blick. Zur Vorwarnung, ich beziehe mich mit der Aussage auf den ersten Blick nur auf die genannte Schärfe der Aufnahmen. Die Aufnahmen sind nämlich nicht nur scharf, nein, sie sind sogar überschärft. Das ist echt schade, aber zu verkraften. Diese Überschärfung fällt eben nur dann auf, wenn man die Bilder vergrößert. Lässt man die Bilder in der normalen Out-of-Cam-Größe, so wirken sie einfach nur extrem scharf. Für Instagram ist die verbaute Hauptkamera also klasse geeignet. Die Fingerdappe auf der Vorderseite entstehen durch die Nutzung des verbauten 5,5 Zoll großen Displays, welches mit einer Auflösung von 1080x1920 Pixeln eine Pixeldichte von 401 Pixeln pro Zoll aufweisen kann. Das ist jetzt vielleicht nicht übel krass scharf im Vergleich mit anderen aktuellen Smartphones, aber es reicht tatsächlich auf jeden Fall für die alltägliche Nutzung aus. 1440p wären natürlich cool gewesen, aber trotzdem sehe ich die Auflösung des Displays im Mi Pro nicht als negativen Kritikpunkt an, da mich das eben im Alltag keineswegs stören würde. Über dem Display stößt man auf eine Frontkamera mit 8 Megapixeln. Und naja, was soll ich sagen, ich bin vom Moto G3 einfach Besseres gewöhnt. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Die Kamera ist nicht schlecht und reicht vollkommen für Instagram und Co. aus. Aber ich wurde von der Frontkamera des Moto G einfach ein wenig verwöhnt. Und noch eine Sache, warum musste man so fette Displayränder oben und unten machen? Mal ganz ehrlich, Symmetrie in Ehren, aber es hat mich einfach optisch gestört. Da ist halt nichts verbaut, was diese Displayränder rechtfertigen könnte. Das Motorola Moto G 2015 hat vorne wenigstens Frontlautsprecher. Und was hat das Mi Pro? Einen fast schon zu lauten, quäkenden MacDrive-Lautsprecher unten und oben eine Hörmuschel mit Knochenleiter-Technologie. Wow, krass klingt das schlecht.
Diese Ohrmuschel ist einfach so leise und wahrscheinlich wäre sogar ein Tinnitus klanglich schöner als die Ohrmuschel des Mi Pro. Schade eigentlich. Aber wie beim Losen für kleine Kinder gibt es beim Flaggschiff von GigaZ ein Trostpflaster in der Verpackung, auch Kopfhörer genannt. Die Nutzung dieser Kopfhörer lässt euch wirklich ganz schnell die schlechten Lautsprecher oder die ekelhafte Hörmuschel vergessen. Doch um das festzustellen, müsst ihr die mitgelieferten In-Ears erst einmal an das Gerät anschließen. Zu diesem Zweck existiert an der Oberseite eine 3,5 mm Klinkenbuchse. Warum nicht unten? Ach ja, ich vergaß, da wurde der Platz ja schon für die unglaublich schlechten Lautsprecher vergeudet. Wobei, auch einen USB-Typ-C-Anschluss, den ihr zum Aufladen und Synchronisieren braucht, konnte ich hier finden. Und der ist unglaublich neu und unglaublich schnell, was natürlich auch durch die Qualcomm QuickCharge 2.0 Technologie unterstützt wird. Und was wird hier aufgeladen? Na ganz einfach, der Akku. Mensch, heute läuft's ja echt bei mir mit den Überleitungen. Der Akku ist der ganze Stolz von GigaZ. Er hat nämlich eine Kapazität von 4000 mAh am Stissel. Schwarz auf weiß bzw. grau auf schwarz wirkt das natürlich voll abgespaced. Aber zwei Tage bei normaler Nutzung mit hin und wieder eingebauten kurzen Spielsessions sind leider nicht möglich. Aber ein Tag ist wirklich alles andere als ein Problem. Das geht locker flockig. Dieser Akku versorgt übrigens einen Qualcomm Snapdragon 810 Prozessor, eine Adreno 430 Grafikeinheit und das besagte 5,5 Zoll große Display. Dieses macht übrigens meistens einen extrem guten Eindruck. Die Farben sind knallig, aber nicht überladen und vor allem der Schwarzwert konnte mich überzeugen. Der Weißwert ist auch nicht schlecht, aber hier fällt die etwas gelbliche Kalibrierung doch ein bisschen ins Auge. Nicht negativ, aber nennenswert. Nennenswert ist auch, dass ihr, wenn ihr nicht gerade irgendeine App geöffnet habt oder das Handy bei Sonnenschein nutzt, wodurch die Scheibe quasi zum Spiegel wird, auf dem Display die Oberfläche von Android 5.1.1 Lollipop seht. Versetzt mit einer Prise GigaZ Launcher, welcher die Menüführung, wie ich finde, zu einem richtigen Klacks macht. Genau deshalb denke ich auch, dass die GigaZ Smartphones grandios für junge und alte Einsteiger in die Smartphone-Welt sind. Und ich meine, wenn jemandem die Oberfläche nicht passt, dann kann sich derjenige auch einfach einen anderen Launcher herunterladen. Bei Android hat man ja bekanntlich sehr viel Freiraum, was solche Dinge betrifft. Viel Freiraum hat man auch in Bezug auf den Arbeitsspeicher. Dieser umfasst 3 GB, was ja sehr vielversprechend klingt. Performance-Einbrüche lassen sich aber leider trotzdem hin und wieder mal bemerken und wenn man den RAM leeren möchte, kann man sich über den Circle auf Live freuen. Aber abgesehen davon ist das Multitasking des GigaZ Mi Pro wirklich, wirklich gut. Abschließend kann ich sagen, dass ich das GigaZ Mi Pro wesentlich überzeugender finde als das GigaZ Mi. Bei Mi Pro kann ich sogar tatsächlich eine klare Kaufempfehlung aussprechen und es scheint ganz so, als wäre GigaZ sehr ehrgeizig, dass sie einige Dinge, die mir am kleinen Bruder nicht gefallen haben, verbessert haben. Wenn ihr also Interesse an diesem deutschen Smartphone habt, dann schaut doch mal unten in die Beschreibung, denn da findet ihr Links zu Amazon und zur Herstellerseite, wo ihr nochmal alle Infos auf einen Blick habt. Und wenn ihr schon unter meinem Video schaut, ihr kennt das Spiel, lasst doch Feedback in Form von Comments oder via Like da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich natürlich gerne abonnieren. In diesem Sinne, ciao!